Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Wie versprochen, habe ich euch gesagt, dass ungefähr nach 10-14 Tagen werden wir diese Delikatesspflaumen aufmachen und probieren, wie es schmeckt, wie die aussehen. So sieht das Glas jetzt erstmal aus. Den werden wir jetzt aufmachen, wenn ich alleine schaffe. Sonst brauche ich meinen Mann. Ja. So. Holen wir jetzt einen raus auf den Teller. Und ich glaube, am besten mache ich Kamera nach unten, dann seht ihr viel besser. So. Schaut, die Füllung ist noch drinnen, alles drinnen. So, und jetzt probieren wir das. Als Delikatesse, als diese, sagen wir, im Vergleich mit den Antipasti, auch Säure normal. Für meinen Geschmack hätte ich vielleicht ein bisschen weniger Essig genommen. Sehr knoblauchig, wirklich. Und von der Pfefferminze hast du nur diesen Nachgeschmack und diese, nur Hauch von Geschmack. Sehr extrem nach Pfefferminze schmeckt das wirklich nicht. Das muss man auch mal sehen, wie sauer sind die Pflaumen. Weil eure Pflaumen sind zu sauer, dann vielleicht könnt ihr mal etwas weniger Essig nehmen. Das ist nicht so säuerlich. Für die, welche mögen gerne so eine etwas süß-saure Sachen, das ist perfekt. Für meinen Geschmack, es wäre ein bisschen weniger Essig genommen. Und jetzt möchte ich noch probieren den Sud. Oh, es sieht so geil aus, so rot, so pink. Entgegen den Süd ist absolut nicht sauer. So lecker, liebe Freunde. Echt lecker. Und wenn ihr wirklich Interesse habt, wie sowas schmeckt, würde ich euch raten, mal ein, zwei Gläschen probieren. Und dann könnt ihr diese Proportion von Essig und Salz, es ist absolut nicht salzig. Wenn einer sagt, oh, so viel Salz, absolut nicht salzig, dann könnt ihr es nach eurem eigenen Geschmack bei dem nächsten Einkochen ein bisschen einpassen. Wann dann wisst ihr Säure von euren Pflaumen, was ihr im Garten habt, dann könnt ihr auch besser einpassen. So, das schmeckt wunderbar lecker. Und jetzt möchte ich auch gerne meine Gurkensalat aufmachen und mit euch probieren, weil wo ich das Anfang August das veröffentliche, da habe ich noch bekommen Kommentare, dass eventuell es wird zu weich und zu lasch. Und das probieren wir jetzt. Geknackt. Und jetzt gebe ich mir auch das bisschen auf den Teller. Duftet, kann man nicht beschreiben. Sehr, sehr, sehr lecker. Und jetzt probieren wir. Absolut nicht matschig. Sehr, sehr lecker. Und wenn ihr könnt es hören, es ist auch knackig. Sehr lecker. Für diesen Salat braucht ihr überhaupt gar nicht. Kein Mayonnaise dazu geben. Kann man schon. Aber er ist so lecker, so wie es ist. Einfach mal aus dem Glas essen. Das kann man zur Arbeit nehmen. Oder wenn mal wie im Garten gehen und nehme ich mir ein bisschen was Brot oder sowas. Einfach das dazu. Es ist einfach perfekt. Kann man auch zum Abendbrot stellen. Oder sogar am Feiern kann man das auch in Schälchen stellen. Es wird auch sehr, sehr gut ankommen. Liebe Freunde, empfehle von ganzem Herzen, diesen Salat nachzukochen. Ist sehr lecker. So, liebe Freunde, es sollte eigentlich sehr kurz sein. Nur Test von unseren gekochten Sachen. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen über eure Kommentare, wenn ihr das nachgekocht habt und wie es euch geschmeckt, wie es das euch gelungen hat. Und wenn ihr Fragen habt, stellt ihr einfach in die Kommentare. Ich versuche, jeden Kommentar das zu beantworten. Und für eure Daumen hoch
Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Und wegen Mitglied, es ist absolut kein Zwang. Absolut kein Zwang. Mein Kanal wird weiterlaufen. Es war nur ein Gedanke oder Versuch, wie es die anderen machen. Warum probiere ich es nicht? Aber es wird keiner benachteiligt auf meine Community. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!